Servus und herzlich willkommen hier bei U-Boot mit Hans, den Anbläser. Und im Discord ist wieder der 666, the number of the beats, Hell's Gate. Einen wunderschönen guten Abend. Gute Freunde dürfen mich auch ruhig Hans nennen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Der Anbläser. Warte mal, ich will aber T2-Dingers und nicht T1. Ja, zieh die einfach alle wieder rüber und dann passt das. Aber ich habe nur T, ich kann nur T1 auswählen. Ah, da unten! Weg. Aha, da kann man ja runter scrollen. Jetzt nehme ich mal verschiedene. Vielleicht lag's da dran. Als ob ich 0 Euro Torpedos mitnehme, oder? Wenn ich bin reich. Was soll denn das? Ich wollte gerade sagen, also da weißt du, sind das Werbegeschenke oder was? Ja. Wenn sie jetzt der Marine beitreten, kriegen sie noch 5 Torpedos gratis. Ist ja eh eine Frechheit, dass du als Captain deine Torpedos bezahlen musst. Ey. Kein Wunder, dass sie den Krieg verloren haben, Alter. Täusche. Oder vielleicht sind wir einfach nur Dienstleister, weißt du, die gesagt haben, ja, guten Morgen. Wir sind von der Firma U96. Ja, genau. Wir wollten mal ein bisschen im Krieg helfen. Wir kaufen die Torpedos auch selbst. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben sogar einen lustigen Fisch auf unserem Boot. Genau. Dass wir ein bisschen freundlicher rüberkommen, nicht gleich alle auf uns schießen. Ja. Ah, jetzt ist wieder ein T1. Habe ich noch T2? Okay, weg mit dir. T2 rein. Das da unten kann man noch voll machen. Wäre wahrscheinlich durch Ausstattung, oder? Was soll denn das? Ich glaube, da brauchst du sogar ein neues U-Boot für, weil das wird ziemlich schwer bei so einem U-Boot einfach mal so ein paar Räume. Ja, aber U96 ist ja das bekannteste U-Bötchen überhaupt, oder? Von dem Film Das Boot. Wer will ich? Will ich? Da kann ich doch nicht ein U112314 nehmen oder so, oder? Ja. Wenn es ein 0815 geben würde, das würde ich zum Beispiel nehmen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel auch siehst, was ich ziemlich geil finde, wenn du F2 drückst. Oh, warte, ich habe gerade F2. Also mit F2 kommst du immer in diese Segmentenansicht, sage ich mal. Wenn ich F3 mache, dann komme ich wieder raus, oder? Aha, genau. Nur bei... Ah, ja, okay. Und wenn du ganz vorne guckst, dann siehst du auch, wie die Torpedos gelagert werden. Also ganz vorne am Schiff. Bin ich? Oder wo die gelagert da, werden. Unterm Bett, ja, ich war... Unterm Bett. Da denkst du dir so, ja... Du, bei Bavaria Filmstudios hier in München, da ist ja das Boot gedreht worden und da ist ja komplett so ein Boot aufgebaut. Und da siehst du halt auch, wie die Betten sind und wie die Torpedorohre und wie die da über denen hängen und die Betten drunter sind. Das ist genau gleich, wenn du das hier anschaust, das ist die Offizierskabine, wo die hier schlafen. Das ist genau gleich aufgebaut wie in den Filmstudios. Genau hier dasselbe. Die Toilette, die muss, warte mal, die war doch, die war, eigentlich war die hier. Hier ist die Toilette, schau. Ich weiß es, weil ich in den Studios rumgelaufen bin. Und da war da oben noch hier, war eine Unterhosen gehängt. Und ich hab's ja gefilmt und ich zu meinem Burm. Ich so, schau mal, Daniel, da hängt eine Unterhosen. Also, ja, bäh! Und dann hier ist irgendwo die Kombüse. Warte. Hier. Aber die war bei dem Boot genau auf der anderen Seite. Also, das Kochzeug war hier drüben gestanden. Was putzelt der denn da leckers? Es gibt auch Making-of auf YouTube zu Das Boot. Mhm. Also ist auch wahnsinnig interessant. Nur ich finde immer, egal zu welchem Film, wenn man sich da ein Making-of anguckt, dann kann man den Film nicht mehr so ganz ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt aber... Du ganz genau, ja, dann ist diese Illusion weg. Ja, vor allem wie die das gemacht haben mit dem Wasser ins Gesicht spritzen auf diesem Turm. Der ist ja auch extra, dieser Turm, wo sie Ausschau halten. Genau. Aber du musst überlegen, früher war das noch viel heftiger zu filmen, weil die ja zu 30 mit riesen Kameras da drin waren und da durchgelaufen sind. Nicht wie heute mit so einer kleinen Version mit 14 Millionen Pixel per Kamera, sondern ja. Da war halt noch. So, sind wir jetzt endlich mal voll hier. Wie schaut's aus mit dem Druckluft? 29%, das ist aber nix. Was hast du denn angeschmissen? Dieselkompressor oder Elektrokompressor? Alle beide. Alle bei. Ja, wenn dann schon da hier. Lenzenpumpe ist zum Wasser raus. Ja, aber der war ein bisschen Tropfen. Mach mal schnell. So Tropfen, welchen Tropfen?
Schau mal, ja, der geht. Bei mir ist immer, bevor das Wasser nicht mindestens Knöchelhöhe hat, fehlt hier gar nichts. Ja, die müssen ja Seepferdchen machen. Ne? Jetzt geht's hoch. 80, 90. Halt jetzt Gott. Ist voll. Okay, dann füllen wir aber jetzt den restlichen Diesel noch auf, den wir verbraucht haben. Schau mal. Ach so, wir brauchen ja noch einen Auftrag. Wir haben ja gar keinen Auftrag. Also hier passt alles. Zu fressen haben wir genug. Munitione. Nur nochmal Diesel nachtanken, weil wir haben ein bisschen was verbraucht. Wie viel haben wir verbraucht? Boah, schon richtig viel. 22 Kilo. Für ein bisschen Ding? Das ist ja schon... 22 Kilo Benzsprit. Also in Kartoffeln sind dort eine Menge, du. Ja, da können die ganz schön fressen auf Rossi. Verlassen. Achso, ich hab falsch gedrückt. So. Okay. Wo ist denn der Kommandante? Nee, der Chef. Hier. Beim BDU. Der redet immer so, gell? Beim BDU. Streng geheim. Beim BDU. Da steht auch immer, ich glaube, Patrouille und er sagt immer Feinfahrt. Also er sagt immer was anderes, als er eigentlich steht. Ja, stimmt. Da steht Feinfahrt. Und er sagt Patrouille. Du hast recht. Ich möchte um Gefälligkeiten bitten. Der Hans wieder. Der braucht seine Gefälligkeiten. Okay, neues Kommando. Aufträge vom BDU. Streng geheim. Streng geheim, natürlich. Aber es ist irgendwie immer das Gleiche, gell? 2 Bruttoregistertonnen und hier sind es dann die 7, oder? Genau, wieder da unten im Kap Horn, oder? Und das hier ist wieder Spion abliefern. Und das ist hier mal voll übel. Ja. Paul mag die Ecke da unten auch nicht. Nehmen wir die 7, oder soll ich... 7 war eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Die 7, ja. Ja, kannst du machen. Also ich mag die Ecke da unten nicht, weil das Boot immer quasi... Der Tank pfeift da unten immer aus dem letzten Loch. Ach so, ja, stimmt. Aber wenn du da quasi den leitenden Ingenieur an den Motor dran setzt mit 2 Matrosen, dann sollte das schon... Mit dem Hans. Ich meine, man kann ja patrouillieren und hochfahren, tanken und dann wieder raus. Ja, prinzipiell. Diese Bruttoregister, John, das ist ja auch scheißegal, wo du die verlierst. Ja, genau. Kannst du unten patrouillieren und, ja, weiß ich nicht. In dieser Gegend wird nebliges Wetter erwartet. Erwartet. Ja, dann machen wir das, oder? Das ist alles andere ist doch... Ich bin doch jetzt schon Profi. Wenn du an meiner Seite bist, kann ja nichts passieren. Auswählen. Neue Befehle! Alles klar, also... So, ja, wenn du von mir dann hörst, ich bin da mal weg, dann hast du es. Führung, warte mal, was haben wir denn hier? Hauptquartier, der ist am Forschen, alle anderen sind da. Ja, du hast auch nur 15 Matrosen, Mensch, du kannst aber 18 nehmen. Ja, aber der hier ist Herzinfarkt der Vogel gefährdet? Soll ich ein paar einladen? Ich glaube, wenn die einen Herzinfarkt hatten, dann sind die schon tot. Nee, den kann ich mitnehmen, Vogel. Echt? Ja. Schmeiß den raus. Diese Weichflöten, ja. die willst du nicht. Nee. Da kannst du draufklicken und da kannst du die entlassen. Ach so. Bei Führung, oder? Wie kann ich die entlassen? Ach so, draufklicken und... Führung, ja. Gleich mal. Oder befördern. Entlassen. Ciao. Für befördern brauchst du diese Ansehenspunkte. Ja. Aber warte mal, ich kann doch die Punkte noch verteilen, gell, wo du gesagt hast. Stimmt, einer von dir hat noch ein Level abgekriegt, sozusagen. Wer war denn das? Ich glaube, ein Ding war das, oder? Das war der mittlere, der Kommandant, meine ich. Oh, warum hat er eine Pfeife? Der Johannes Schmidt? Okay. Das ist... die Pfeifen, die willst du behalten? Das ist einer Hans, sein bester Freund. Also das sind die sich in Stresssituationen bewiesen haben, die quasi die Nerven beieinander behalten haben. Mm, die Seebären. Genau. War das er? Und dann gibt's halt die mit diesem... Was macht man jetzt? Herzsymbol. Und die sind dann halt unter Stress zusammengeklappt. Also er ist der Funker dann und er ist Erste Hilfe, das weiß ich. Aber als Funkmat wollen wir ihm zuerst gutes Gehör geben? Bevor er irgendwelche Menschen rettet, ja, ich meine... Du kannst dir von denen immer nur einen aussuchen und wenn du wieder ein Level abkriegst... Also zuerst gutes Gehör, die Herzinfarkt, den braucht man nicht retten, oder? Nee, wie gesagt, die schmeißt du eh raus, die willst du nicht. Die wollen wir nicht. Warum muss ich denn immer wieder... Im Zweifelsfall immer wieder neu in dem Funkding, also weißt schon...
Gut, der war, Alfred Wächter, hat der noch was? Oh ja, schau. Was ist das? Das ist Reparatur. Reparatur ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn er schnell ist. Oder lieber, was ist das? Wiederherstellung. Ein Ingenieur kann in der Werkstatt, die sich im Heck-Torpedoraum befindet, aus Schrott einsatzbereit. Oh, ein kleiner MacGyver oder was? Ja, ich habe hier einen Kaugummi und einen Draht und jetzt habe ich einen Ersatztorpedo gebaut. Genau, also. Anfallende Reparaturen im Boot werden 25% schneller erledigt. Na, boah, jetzt bin ich aber platt, was ich nehmen soll. Also MacGyver finde ich schon cool und schneller erledigt finde ich auch nicht schlecht. Das ist ja in der Regel sowieso so, du kannst ja immer wieder neue Offiziere befördern. Aber wenn du sagst, den einen brauche ich überhaupt nicht mehr, dann beförderst du dir einfach den nächsten. Quasi. Ja, aber was nehme ich? Im Zweifel wirfst du eine Münze. Warte, ich mach die Augen zu und zeig drauf. Ja, toll, ich weiß ja, wo oben und unten ist. ich nehme den Mac. Ich nehme auch einen MacRib, bitte. MacRib, na gut, so, jetzt hast du es gesagt. MacRib, haben wir durch. So, dann haben wir bestimmt noch einen mit Fähigkeiten. Führung. Ich glaube nicht. Doch, doch, der Klaus H., genau, der ist. Oder war das der gerade? Es ist der? Der Artillerist ist der H., genau. Und ein Schreihals, hier. Muss ich das auch noch klicken? Nee, das habe ich ja schon. Das musst du anklicken. Das, was du haben willst. Achso, also, ja. Das erste nicht. Das habe ich ja schon. Aber beim zweiten. Was ist er denn besser? Fokus. Der Offizier kann feindliche Schiffe per UZO und Periskop schneller enttarnen. Schießen tue ich sowieso selber. Also, schneller enttarnen. Einfach bipsch. So, und jetzt muss ich den Herr Karl Leun noch anschauen. Wo ist er denn? Hans-Jürgen? Ja, da oben. Ich habe jetzt alle, gell? Den Felix Krager habe ich noch nicht. Hat der auch was geschafft, der Felix Krager? Oh ja. Soll ich einen auf erste... Der ist gerade am Forschen. Ja, aber der kriegt erste Hilfe. Weil ich brauche ja auch einen, der meine Männer wieder auf Vordermann... So, Karl Leun. Fähigkeiten. Oha! Okay. Schützen, schießen tue ich ja eh selbst. Das hier, der hat gleich zwei. Schau, Experte. Der Offizier ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Mit seinem Einsatz und Fähigkeiten werden die Aufgaben im Hauptquartier um 25% schneller erledigt. Zack. Siehst du, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Gut, das jetzt müssen wir nochmal abspeichern. Dann müssen wir den ganzen Scheißdreck nochmal machen. So, Sweet Safe. Besser ist. So, ich jetzt. Mach das auch immer. Ich nach jeder Mission in den Hafen alles fit machen, auf Vordermann bringen, Schiff putzen. Okay. Ja, so muss das. Duschen, auf Klo gehen und dann speichern? Genau. Was, duschen? Kann man duschen gehen? Kannst baden gehen, aber das ist eine Herkunft. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht in dem Spiel hier. Ja. Baden gegangen. Die Wanne ist voll, Meister, reicht. Ja. So, wir gehen mal hierher. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Und jetzt, achso, erstmal wieder hier. Sonst wundere ich mich wieder, warum das Ding nicht fährt. Und gib mal dem Motoringenieur noch einen Matrosen extra, dann sparst du Sprit. Ich hab vergessen, den Matrosen zu kaufen. Egal, dann kriegen die halt weniger Ruhm. Ja. Mehr Ruhm für die anderen. Gut. Sollte man schon alle 18 mitnehmen, oder wie? Ich denke mal, die fressen so viel, weißt? Die fressen mir die Haare. Immer volles Boot. Stört auch keiner. Auf diesen Metallschlauch, sag ich mal, mit 18 Mann, ne? Ja, das ist eh heftig. Warte, ich komm gleich. Also, das fährt ja eh, das Ding. Nee, es fährt nicht. Ich hol mir schnell was zu knuspern. Ich hab irgendwie Knusperhunger. Ich komm, bin gleich wieder da. Alles klar, Leute. Ich hab jetzt den Stream hier gekapert. Hopfi ist nicht mehr. Heute ist nur noch Hell's Gate. Das Spiel spielt sich von alleine, weil ich so gut bin. Gerüchten zufolge sehe ich auch noch sehr gut aus. Ja. Und bei euch so? Ja, da kommt er auch schon wieder. Da bin ich angeflogen und sitz und höre schon. Ja, hier, Funker, weißt du. Jawohl, Herr Kaloid, ich habe Erdnusslocken
Flips. Er hat nur Strocken auf 0,36 ausgemacht. Ja, aber weil du gesagt hast, dass der so teuer war, der PC gar nicht. Ich habe ihn zwar selbst zusammengebaut. Also so wie er da steht, mit dem ganzen RGB-Zeug. Ja, 2000, 2,1, sowas. Boah, also. Aber der, trotzdem keine Hammermaschine. Kriegst viel bessere, noch mehr Geld natürlich. Ja, klar. Also nach oben ist immer... Ich habe mir jetzt auch überlegt, also ich will auch einen neuen Rechner haben, aber im Moment bin ich mit der Grafikkartensituation so unzufrieden. Oh ja. Das ist... Da habe ich gedacht, ich warte jetzt noch ein halbes Jahr, ob sich da was mit den Preisen getan hat. Weil ein Rechner für mich, der preislich okay wäre, ist, ich sag mal mit der 2080 Ti. Aber dann denke ich mir, wenn ich mir einen komplett neuen Rechner hole, dann will ich keine alte Generation an Grafikkarte dafür. Ja, eine 2080 kostet ja noch so viel, da kriegst du ja eine 3070. Was hab ich, eine 30... Machen wir die 3080 hast du gestern gesagt. Nee, das stimmt nicht. Der gute Harz Gama ist auch im Chat. Oh, hi, moin, moin. Harz Gama. Ein herzliches Moin, moin. Ich hab gar nicht geguckt. Sorry. Schön, dass du da bist. Jetzt hast du zwei Augen mehr, die mitlesen. Genau, mein Mod. So. Schau mal, jetzt muss ich genau hier durch. Warum fährt dann denn nicht außenrum? Ja, pass auf, das ist, wenn du bei der Marine bist, dann hast du ein gewisses Ego, weißt du? Mhm. Dann kommt der Kaloin und sagt, pass mal auf, fahr mal außenrum. Und dann sagt der Steuermann, glaubst du, ich kann das nicht? Ja. Und dann sagt der Kaloin, doch, du bist ein super Typ und wir mögen und ne? Und dann sagt der Steuermann, pass mal auf, Kollege Schmierfuß. So wie gestern und fährt dann voll der Steuermann voll auf Grund ans Ufer und wundert sich. Also, Herr Kaloin, wir haben jetzt einen Strand im Boot. Ja, das genau. Kommt gleich. Besser geht's nicht. besser konnte ich nicht. Alles klar, Männer, Badehose an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das hier so Zickzackkurs immer, dann geht schnell. Wie viel müssen wir sieben? Tauchen, ne? Ganz wichtig. Legen Sie den Kurs an. Wieso? Ach so. Weil wenn dich ein Gegner sieht, dann fahren die entweder weg oder auf dich zu. Wechseln und beides möchtest du nicht. Naja. Aber, du musst aufpassen, dass deine Leute nicht ersticken, ne? Ja, so wie das letzte Mal. Alle tot. Der gute Harz Gama fragt, welches U-Boot fährt. Ich fahr das, ja, ich seh's gerade. U96. Das erste von der Auswahl. Das älteste, so, was ist das? Ach so, mein... Oh, Diesel! Und schlechte Luftqualität. Warum? Warum geht er jetzt nicht? Machen wir den hier. Jetzt taucht er nicht mehr auf, oder was? Mach bloß hin jetzt. Wechseln auf Dieselmotor. Ja, langsam. Langsam. Warum? Warum langsam? Ja, weil der Hans nicht schnell genug anbläst. Achso, der Hans ist schon Profibläser. Was der schon angeblasen hat, hä? Ein Seemann ist gestorben. Ich fasse, den brauche ich nicht mehr entlassen. Pass auf. Er wäre eh gekündigt worden. Den hätte ich sowieso rausgeschmissen. Jetzt wird er halt im Paket nach Hause geliefert, ist ja auch. Selber schuld, wenn er so anfällig ist. Er hat ja nichts gelernt bei der Marine hier. Braucht er auch Luft zum Atmen? So knapp war es jetzt auch wieder nicht. Wir sind ja aufgetaucht. Der war halt schon 80 oder so. Weißt du, wie für Corona. Der auf Seerohrtiefe gehen. Er hatte schwere Vorerkrankungen. Na, Patrouille, Seerohrtiefe, Batterie wird langsam leer. Wechseln auf Dieselmotor. Ich glaube, du solltest deinen Kollegen mal an das Horchgerät schicken und nicht an das Funkgerät. Warum geht denn da dieses Arschloch? Immer. Der pennt. Herr Kaloi.
Ober, und was ist er? Kapitän. Funkmart. Ja. Herr Kaloy. Der eine geht zuerst an das Funkgerät und der andere zuerst an das... Er hier war das, gell? Bestätigt. Nee, der rechts daneben. Das siehst du an den kleinen Symbolen, die da unten neben sind. Mhm. Ja, jetzt ist wenigstens einer dran. Oder? Ist einfach nur wichtig, dass überhaupt jemand da ist, dass er dir sagt, ja, pass mal auf, da ist jetzt ein Schiff. Mhm. Oder zwei oder drei. Der Lauschi. Das Beste ist immer, Herr Kaloyn, ich habe Schiffsschrauben gehört und dann siehst du schon an den Bewegungen, dass es ein Flugzeug ist. Frag mich, wie er das gehört hat. So. Oh, du, aber ja, wird per Flaschenpost verschickt, stimmt. Apropos Flaschenpost, ich glaube, da liegt noch eine im Kühlschrank. Für der sauft das Becks aus, steckt eine Sprühflasche und schmeißt das Kaloyn aufs Hirn so. Schrauben, Herr Kaloyn, doing! Oh, scheiße. Und dann steht da einmal drinne. Ich hab kein Bier mehr. Mann, ich muss aufpassen, hey, wie vor lauter Quatschen sehe ich nicht, dass Luft ab ist. Das wird dir noch so oft passieren, dass dir die Leute ersticken. Oh, jetzt ist wieder einer verletzt. Los, hier. Ja, ich komm gleich wieder. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Mal schauen, wo ist denn der Verletzte? Hier, oder was? Ist er schon tot? Seemann ist im kritischen Zustand. Wir hatten hier nochmal... Aber ich kann ihn nicht anklicken. Das ist doch der gar nicht. Das ist doch der gar nicht. Der Seemann hier. Den toten Matrosen, den schiebe ich ins Torpedorohr und schieße ihn raus. Naja, aber wo liegt der? Sag mal, welcher war der erste Hilfe? Das war der Oberdings, genau. Herr Kaloy? Aber ich kann ihn nicht anklicken, den verletzten Matrosen. Kapitän? Wo ist denn der Verletzte? Ist hier das da? Ein Seemann ist in kritischem Zustand. Der Seemann an Bord schwer in Lebensgefahr? Der Dietrich ist es. Der Dietrich Luther. Wer ist der Dietrich Luther? Wenn du dem... klick mal auf einen Offizier. Ja, hier. Und dann haben die unten links in der Beschreibung Sanitätsmart. Ja. Jetzt macht das automatisch. Wenn du das dann auswählst, dann macht das automatisch. Dann geht er da automatisch hin und... Du Bernhard Geißler. Also einen Geißler möchte ich überhaupt nicht an Bord haben. Scheiße, die Schmeiße, der ist gekündigt, der hat's verloren. Geißler brauchen wir da nicht, die Drecksau. Aber wo ist das? Ist so ein ganz normaler Matrose gewesen. Ist nicht schlimm. Wenn ein Offizier erstickt, dann wird's blind. Batterie. Ja, wie das halt ist im Krieg, ne? Also. Ja. Das Boot ist auch schon voll besoffen, schwankt links und rechts. Ja, der Schotte ist dicht. Der Schotte ist dicht, aber sowas von. Na gut, dann fahren wir mal ein bisschen schneller, damit die Batterien aufgeladen werden. Vor lauter Quatschen habe ich wieder zwei ersticken lassen. Ach, die denken. Unfassbar. Deswegen ist der Schnorchel wichtig. Ja. Kannst du unter Wasser schön mit Diesel fahren und dann können die Leute auch noch gleichzeitig atmen, glaubst du? Das ist super, ja. Fahren wir ein bisschen schneller. Und diesmal müssen wir aufpassen. Oh, Batterie wird voll. Disziplin steigt. Aber ich habe fast kein Diesel mehr, Mann. Komm, Hälfte hast du noch. Ja. Auf alle Fälle wieder. Welcher war das er hier? Aber der ist eh schon auf Ding, oder? Der ist auf dem Motor gerade drauf, ja. Schlechter Mechaniker. Wächter. Zeig, was du kannst. Mach mal Turbo drauf und größere Vergaser vom Weber. Ich glaube, mein Lieblingsoffizier, den hast du auch schon sterben lassen. Wer war das? Der hieß der Öldörp oder so. Oh ja, genau. Oder Öderbert oder so. Ne? Ja.
Das ist mein absoluter Lieblingsoffizier. Der ist auch bei mir immer leitender Ingenieur. Der lässt sich gar nichts sagen, außer von mir natürlich. Aber sonst gar nichts. Na, ich mag den Wächter eigentlich schon. Aber ich weiß gar nicht, wo der gestorben ist, ich glaube. Der ist auch erstickt oder so. Irgendwie. Passiert. Ja. Kollateralschäden jetzt hat. Könnten eigentlich hier Kap Verde mal schnell Urlaub machen, oder? Hier so an die Insel ran. In Sonnen. Oh. Vorsichtshalber bleibt einer an der Flak, kann auch in Badehose bleiben. Genau. Der Hans, der wird verdonnert, am Geschütz zu bleiben, wenn sich alle sonnen. Weil der kann am schnellsten anblasen, wenn alle rauf müssen, ne? Guter Alter. Was würden wir nur ohne den machen? Jetzt mal ehrlich, wenn wir tauchen, dann würden wir nicht mehr hoch. Komm. Sehr wohl, Herr Kaloy. Hans, anblasen! So, jetzt muss ich aber hier nochmal runter. Nee, so weit nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oder? Schaffen wir es noch? Sagen wir es gleich. Dödödödöd. Befehl ausgeführt! Na gut, Heimathafen, weil sonst schaut es echt schlecht aus. Legen Sie den Kurs an. Jo. Mit Sprit. Wo war denn der nochmal? Hä? Weiter hier, oben. Hier, oben, mit Stern. Kurs setzen. Na schön. Ei, Herr Kaloy. Ja, aber hier Vollgas gleich mal. Und gleich mal hier Seerohr. Muss ich immer hin und her switchen. Wechseln auf E-Motor. Ist dann auch immer Gefahr, wenn genau dann umswitcht und die Batterien leer sind, Flugzeug. Jupp, dann hast du verloren. Aber deswegen immer nur die Batterie zur Hälfte. Tanks anblasen! Hans! Beziehungsweise... Dieselmotor. Tauchen kannst du ja mit der Batterie, das ist kein Problem. Naja. Nur nach vorne und nach hinten fahren, das geht dann. Nee, nicht so gut. Nee? Weil das macht das Wasser ja von alleine dich nach unten ziehen, da brauchst du keine Batterie. Ja, das ist. Jetzt fährt er wieder hier durch, schau mal, was er für ein Scheiß zusammenfährt. Ich sag es dir, das mit den Steuermännern, ne? Mit den Ego-Problemen, das ist so ein Scheiß. Legen Sie den Kurs. Ich fahr da jetzt durch hier. Pass mal auf Handbremse 50. Wechseln und dann um die Kurve. 50, ich zeig dir das jetzt so. Ja, ja. Weißt du, der sitzt auch oben im Ausguck und hat so den Ellbogen nach links raus, weißt du? Ja, ja, er ist so der Ellbogenfahrer, ich weiß. Legen Sie den Kurs an. Na, was? Ich hab doch Ding gemacht. Ey, jetzt ist aber. Hä? Ach, jetzt fährt er auf einmal so. Ja, das ist ein bisschen komisch. Immer wenn du auf dem Hafen draufklickst, auch mit, wenn du Shift gedrückt hältst, dann legt er die direkte Route. Genau, aber jetzt macht er wenigstens diesen Zickzackkurs, weil er sich hier, was weiß ich, irgendwelche Viecher anschauen will. Sondern er fährt komplett, ist ja hier. Meister, Beobachtungsposten, rechts ist der FKK-Strand und Hans, der guckt noch Flugzeug. Genau, der wollte eine Führung machen, weißt du. Touristenführung. Ja. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. So. Oh, Video haben wir schon wieder durch. Noch 2 Minuten. Dann gibt wieder eine Abmoderation für YouTube. Nix denn. Hardscam. Wie? Hardscammer. Nicht wundern. Ich bin zu faul zu schneiden für YouTube. Deswegen sage ich immer Servus, herzlich willkommen. Und wenn es Ende ist, ciao. Batterie! Ende des Videos ist nochmal die Batterie alle, meine Damen und Herren. Meistens Ende des Videos ist immer einer tot. Oder ja, doch, einen haben wir in dem Video geschafft, glaube ich. Also einen haben wir hingerichtet. Was? Ja. Wirklich verunglückt. Ach so. Wollten wir alle nicht. Was ist denn das hier? Warte mal. Ich muss ja hier... Diesel-Elektro-Prozessor. Prozessor, ja. Prozessor, los, hier. Berechne mir den Auftrieb. Der Auftrieb ist... Nein. Ja, jetzt haben wir es aber wieder. 90. Jawohl, Vollgas. Na, auf alle Fälle kann man die so abmoderieren, weil wen interessiert die Fahrt. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Hopfi. Und im Chat... im Discord? Hallo? Er sagt nichts. Gut, dann ciao. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt schon meinen Namen. Nee, ich kenne dich ja nicht. Ja, ich meine mal Künstlernamen. Also ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Hans. Ich bin 666 Hellsgate. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Bis zum nächsten Video. Der heißt nicht Hels, das ist der Hans. Scheiße, ja! Du hast doch nicht meinen echten Namen sagen. Vorher hast du noch gesagt, du kannst mich auch Hans nennen. Oh, fünf, oh, Kraftstoffverbrauch. Uiuiui. Ui, ui. Ja, wir fahren voll auf Reserve. Also dann, ciao, ciao!